Nichts gegen den klassischen Erzählfilm, aber die Bandbreite, die wir hier sehen beim Bundesfestival Junger Film, die ist so groß, dass wir eben auch immer mal wieder Filme haben, die mit ganz wenig Dialog auskommen. Und das muss man natürlich dann auch auf der Bildebene umso stärker kompensieren. Und das gelingt Laurenz Otto mit dem Film allen Zweifeln zum Trotz ganz hervorragend. Und jetzt ist Laurenz Otto hier in unserer kleinen SR-Talk-Ecke in Die Schmidt in St. Ingbert. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die interessante Anmoderation. Wieso interessant? Ich fand's geil, so nach dem Motto, so ja, wir haben auch Platz für Filme, die nicht so narrativ sind, aber da fühle ich mich ganz wohl, da bin ich sehr gespannt, wie das Gespräch jetzt verläuft. Naja gut, ich meine, erzählt wird ja schon eine ganze Menge, aber die Weise oder deine Vorgehensweise ist eine andere als bei anderen Filmen und das macht es natürlich zu einem individuellen Stück und das macht es natürlich zu einem sehr guten Stück. Das Bild spielt bei dir eine große Rolle. Und das wählst du, das hast du mir gestern beim Q&A auch schon mal kurz erzählt auf der Bühne, das wählst du sehr detailliert, sehr, sehr, sehr genau aus. Wie machst du das? Also das, wenn man über die Bildsprache spricht, also ich finde es generell, da hatten wir gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen, diese Frage mit dem Dialog, also das finde ich immer interessant, also was erzählt im Film, ist es halt das Bild, was er immer irgendwie spricht, so zum Zuschauer, zur Zuschauerin, und dann gibt es ja noch den Dialog und ich finde es auch interessant, wenn sich das eine zurücknimmt und dem anderen mehr Platz nimmt, was natürlich nicht immer automatisch ein Erfolgsrezept oder so ist. Ich glaube, bei den Bildern war es so, dass Mathis Hansbach, der Kameramann, der hatte vorher schon zwei Langfilme gemacht, unter anderem Beat Beat Heart, ein sehr schöner Improfilm, auch mit Dana Cooper. Und ich wusste gar nicht, was ich mir da ins Boot geholt habe. Das habe ich dann bei den Proben gemerkt, weil der einfach unglaublich dynamisch unterwegs war. Das heißt, das war wie ein dritter Schauspieler eigentlich. Der die eine Sekunde stand da, die andere Sekunde lag er am Boden von der Seite. Also der war immer in Bewegung, hat teilweise auch Szenen dadurch so ein bisschen sogar interpretiert. Also er ist dann zum Beispiel manchmal stehen geblieben, manchmal mitgegangen, wenn die sich bewegt haben. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Das heißt, es ging ganz eng mit Absprache mit Mathis Hansbach, dem Kameramann. Und eben auch so, dass wir vorher uns die Szene angeguckt haben. Wir hatten keine Shotlist. Also wir haben nicht ganz klassisch aufgelöst, einfach aufgrund auch von Zeit. Und wir haben irgendwann gemerkt, es ist so in diesen Umständen so schwierig gewesen, dann an was festzuhalten, krampfhaft, was sehr viel Zeit und sehr viel Vorbereitung kostet. Wir haben uns so ein bisschen der Überforderung hingegeben und so ein bisschen da auch so rein ergeben fast schon. Und dann guckt, wenn wir das loslassen, auf was für Ideen kommen wir? Und das war so ein sehr auch ängstlicher, also hat sehr viel Angst gemacht auch, aber war dann auch in gewissen Momenten sehr belohnt. Du gibst ja auch trotzdem ja einen Rahmen vor, ein Stück weit, weil du sagst, du vereinbarst einen Drehort, der steht irgendwo im Drehbuch. Du hast auch gestern gesagt, du willst nicht, dass ein Drehort nur zur Kulisse verkommt und dann keinen Raum auf der Leinwand später hat. Mal ganz konkret gefragt, ihr steigt ein mit einer Szene auf so einem Winterjahrmarkt oder mit einem Riesenrad. Warum das Riesenrad? Das Riesenrad, das war noch so ein Versatzstück, glaube ich, aus einer älteren Fassung. Es war ursprünglich geplant, auch einen Film zu machen, der ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Da ging es auch um eine Beziehung zwischen einem jungen Menschen und einer Vaterfigur. Und es hat sehr viel auch auf einer, also ich glaube, ich hatte damals immer Phantasialand im Kopf, also mit Achterbahn und so. Und wir haben dann irgendwann während Corona gemerkt, das wird unglaublich schwierig, aber wir haben diesen Freizeitpark gefunden, der irgendwie auch leer ist und wir wussten so, wir erzählen halt einen Freizeitpark, aber der ist leer, da ist niemand. Das heißt, wir haben uns gar nicht erst die Mühe gemacht zu erzählen, dass der voll ist und dann haben wir dieses Riesenrad entdeckt und ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt eine Szene, die ist sehr schön, Vater und Sohn fahren auf einem Riesenrad, sind komplett alleine da in dieser Höhe und der Sohn versucht dem Vater irgendwie, also sich dem anzunähern und sie drehen Joint. Und dieser Sohn leckt an diesem Joint am Ende. Das fand ich eine total interessante Szene, die einfach bei mir irgendwas aufgemacht hat. Ich mag diese Szene, ich unterbreche dich mal, weil ich mag diese Szene auch sehr gerne, deswegen habe ich sie rausgesucht. Wir gucken einmal rein und danach reden wir auch nochmal genauer über den Inhalt. Also jetzt kurzer Ausschnitt aus allen Zweifeln zum Trotz. Vorsicht. Nimm mal beide Finger hier. Hier unten auch noch.
mal bis hierhin. Ich finde es irrsinnig stark, was Johannes Degen da spielt, aber auch Daniel Michel, also die funktionieren super gut zusammen, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Es ist irgendwie eine toxische Beziehung zwischen den beiden, die von unterschiedlichen Erwartungen irgendwie geprägt ist. Also das Vater-Sohn-Verhältnis läuft sehr ungleichzeitig, sage ich mal. Genau. Das war die Idee hinterm Film letztlich oder wo war der Ansatz? Weil du eben schon mal von dieser Vater-Sohn-Geschichte erzählt hast. Ja, also ich wollte eine Vater-Sohn-Geschichte erzählen. Im Endeffekt bin ich jetzt danach immer so ein bisschen davon weggerückt, weil ich finde, ich habe den Vater, die Vaterfigur, sage ich dann extra, so angelegt, dass es auf jeden Fall, wenn es ein Vater ist, ein sehr junger Vater ist, weil ich einfach mochte, dass da eine Unfähigkeit besteht. Also es ist eine Unfähigkeit, irgendwie mit dem Sohn wirklich im Kontakt zu sein und der Sohn versucht das herauszufordern und eigentlich Nähe zu suchen. Das ist eine körperliche Nähe, das ist auch eine emotionale Nähe und wird immer wieder abgelehnt und das halt allen Zweifeln zum Trotz versucht das immer und immer wieder. Und für mich war das irgendwie sehr spannend zu fragen, wie kommuniziert denn jemand, der eigentlich eine Unfähigkeit hat? Und dann bleiben so nicht mehr viele Mittel übrig, wenn man unsicher ist. Und eine Ebene war für mich, gerade mit diesem geringen Altersunterschied, im Sinne von irgendwie vielleicht nur 17 Jahre oder was, oder 18, dass dann eben sowas stattfindet, wie was fast wie unter Brüdern, so, also über die körperliche Ebene, über vielleicht übers Rangeln oder übers so, in dieser Sportszene ist für mich so ein bisschen gewesen, so ich mach dich hart. So, ich mach dich tough oder so. Das ist das Einzige, was diese junge Vaterfigur irgendwie so annähernd an den Sohn weitergeben kann oder die einzige Art von Kommunikation. Und alles andere ist schwierig. Und damit lässt er dann halt irgendwie den Yunus so ein bisschen auch alleine im Film, der dann irgendwie eigene Wege gehen muss. Ja, man kann dem Vater ja nicht unterstellen, dass er irgendwie keine Liebe für seinen Sohn hat. Wir sehen die in so ganz, auch in dieser Szene gerade eben, er will ihm ja an irgendwas auch teilhaben lassen und ihm auch einen Teil seiner Welt offensichtlich zeigen. Ne? Das spielt Johannes Degen unglaublich stark. Ich habe ihn gegoogelt und habe dann rausgekriegt, dass er aus dem Kinderfernsehen eigentlich kommt, also Schloss Einstein gerade. Nein, kommt er nicht. Er ist jetzt beim Kinderfernsehen, genau. Also er ist jetzt bei Schloss Einstein, ich glaube die dritte Staffel, aber das war sein erster Film. Also erstmal ist er wirklich, genau, also das hat danach angefangen. Also ich weiß noch, dass nach dem Dreh ist dann Schloss Einstein gewesen, genau. Ah, okay. Also weil er bei dir so gut performt hat, hat Schloss Einstein gesagt, wir wollen den auch. Auf jeden Fall, ich will mich da gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich war da maßgeblich dran beteiligt und habe auch wirklich viel Geld an diesem Deal verdient. Das kann ich mir gut vorstellen. Nicht nur mich, ne? nee, aber er spielt so also wie. Du hast nicht viel Zeit, hast du eben auch gesagt. Du musst irgendwie du castest ja. Du sagst, du hast diese Figur, du musst sie irgendwie besetzen. Und dann, ich weiß auch, dass ihr optisch eine große Veränderung an ihm vorgenommen hat. Er hat also, als du ihn das erste Mal gesehen hast, auch nicht so ausgesehen wie heute. An welcher Stelle beim Casting hast du gewusst, der ist es? Also Johannes ist mir das erste Mal aufgefallen online. Ich habe eine Datenbank für SchauspielerInnen gesucht und er hatte ein Vorstellungsvideo, wo er gesagt hat, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau der Kontext, er hat gesagt, manchmal mache ich sowas Komisches, ich spiele einen sterbenden T-Rex. Und er hat sich vor die Kamera getan, die Arme so hochgemacht, so, das ist aber mutig für ein Vorstellungsvideo. Und hat dann einen sterbenden T-Rex gespielt, bis er irgendwann auf dem Boden lag und so, wie halt man sich einen T-Rex vorstellt, der von einem 11-jährigen Jungen gespielt wird oder einem 12-jährigen. Also nicht sehr realistisch, aber sehr witzig. Und der ist mir einfach hängen geblieben. Ich wusste aber, er hatte so einen Bob-Haarschnitt, lange, unglaublich attraktiv, also einfach hübscher junger Mann, der aber so ein bisschen so Surferboy-mäßig daherkam. So, wo du denkst, so in der Klasse ist das bestimmt so einer von den beliebtesten. Und ich höre schon eine Glocke. Okay, gut, ich versuche, gut. Und auf jeden Fall war der im Hinterkopf, wir hatten enge Castingsituationen, wir konnten eh nur drei Kinder einladen, eins hat abgesagt kurz vorher, das heißt, wir hatten zwei dann wirklich da. Alles total schwierig, wir hatten eine Casting-Agentur, die uns Gott sei Dank geholfen hat aus Köln. Und dann hatten wir Johannes in der Szene mit einem Anspielpartner und man hat gemerkt, dieser Junge ist einfach unglaublich alt. Also der ist jung, aber der hat unglaublich alte Augen, der hat was so komisch Trauriges. Und diese Schauspielszene hat einfach sehr gut funktioniert. Und dann war eigentlich klar so, er sieht zwar nicht so aus, aber da ist irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ich konnte dann eigentlich gar nicht anders als zu sagen, komm, wir machen es. Es war einfach ein Gefühl. Und dann dachte ich mir, jetzt musst du halt auch mutig sein, dann musst du halt ein Risiko eingehen, weil was sind deine Ausweichmöglichkeiten? Und dann hat Johannes sich bereit erklärt, die Haare abzurasieren. Wir haben ihm einen kleinen Fake-Ohrring gegeben, wir haben ihm eine kleine Wunde geschminkt. Und das hat echt was verändert. Und wir haben dann viel an der Rolle gearbeitet, also quasi viel ihn so quasi aufgeladen durch Übungen oder so, auch viel durch Dialog, dass er einfach was ausstrahlt, ohne zu reden. Und da muss man sagen, Johannes ist wirklich einfach menschlich sehr toll und schauspielerisch, ich war sehr beeindruckt. Wir haben irgendwann dann wirklich sehr abstrakt über Szenen geredet und es gab so keine Tabus. Also er hat mir auch Fragen gestellt, die mich wirklich auch in Bedrängnis gebracht haben, weil ich gemerkt habe, gut,
Das muss ich die Rolle auch klar haben, weil der will es ja wissen, der will es ja auch spielen. Also ich finde es beeindruckend und es ist alles, was ihr mit ihm gemacht habt, hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, das zu spielen. Wir haben es in der einen Szene gesehen, aber man muss natürlich den gesamten Film sehen, weil er großartig ist. Allen Zweifel zum Trotz von Laurenz Otto läuft hier auf dem Bundesfestival. Junger Film. Danke, dass ihr da seid.